Hallo zusammen. Kurkuma, das Gewürz des Lebens. Es wird in der ayurvedischen Medizin, also in der indischen Heilkunst, seit Tausenden von Jahren eingesetzt. Und zwar bei Magen-Darm-Beschwerden sowie bei Völlegefühl, Blähungen, Verstopfungen und Entzündungen der Darmschleimhaut. Eingesetzt wird es auch bei Erkrankungen der Leber, der Atemwege und der Gelenke. Aber die Kurkuma-Wurzel, dieser kleine gelbe Fitmacher, kann noch viel mehr. Wir haben jetzt erst September, aber bald wieder kommt die kalte Jahreszeit mit ihren Erkältungskrankheiten. Und da brauchen wir ein gutes und starkes Immunsystem. Und ich würde das gar nicht erwähnen, wenn nicht diese kleine, unscheinbare Wurzel wäre. Denn sie stärkt unser Immunsystem auch durch ihre sekundären Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend und antioxidativ wirken. Sie schränkt auch das Wachstum schlechter Bakterien und Pilze ein und es werden freie Radikale gefangen. Und wir profitieren von ihrem Kurkumin. So wird einer der sekundären Pflanzenstoffe genannt. Ebenso aber auch von ätherischen Ölen und Vitaminen, die auch enthalten sind. Und nicht zuletzt erwähnt, der Stoffwechsel wird angekurbelt. Also, ach gut für unsere Figur. So viel jetzt erstmal zu Inhalt und Wirkung. Und nun geht's an die Rezepte. Es sind nämlich mehrere. Zuerst stellen wir uns eine Paste her, weil eine Paste sich in Flüssigkeiten besser löst. Ihr könnt natürlich auch die frische Wurzel nehmen, die es mittlerweile in allen Lebensmitteln oder in sehr vielen Lebensmittelgeschäften zu kaufen gibt. Aber wer schon mal mit frischem Kurkuma gearbeitet hat, der weiß, wovon ich spreche. Denn so gelb, wie das Innere der Wurzel aussieht, so gelb sehen dann auch eure Hände aus und euer Schneidebrett. Die Inhaltsstoffe von der frischen Kurkuma zum Pulver sind ziemlich identisch. Denn die Industrie, die hat ganz andere Möglichkeiten, dieser Wurzel das Wasser zu entziehen und sie dann zu pulverisieren. Ich habe hier das Pulver gekauft. Es ist wirklich 100% Kurkuma. Es steht auch drauf und es ist auch von Bio-Wurzeln. Ich habe es hier mal abgefüllt für den sofortigen Verbrauch. Und wenn ich dann später noch was brauche, habe ich es dann hier wieder zugeschweißt. Es hält sich nämlich ja, gut 2 Jahre und bis dahin ist es weg. Wenn man hier die Zutatenliste anschaut, steht Zutaten, Doppelpunkt, Kurkuma-Wurzel, gemahlen. Und weiter steht nichts drauf. Also 100% Kurkuma-Wurzel. Und da möchte ich mich dann auch drauf verlassen, wenn es schon mal Bio ist. Ich mache hier zwar Werbung, aber ich habe es selber bezahlt. Und wo ich das herbeziehe, das werde ich euch unten in der Beschreibung mitteilen. Und jeder, der mit Kurkuma arbeitet, sollte wissen, Kurkumin braucht Piperin. Denn das Piperin, was im Pfeffer drin ist, spaltet in unserem Körper das Kurkumin erst auf, dass es dann besser verwertbar ist. Als erstes nehme ich mal 20 Gramm Kurkuma, mische es mit 100 Milliliter Wasser und bringe es dann auf den Herd zum Kochen. Ich füge jetzt gleich noch ein wenig Pfeffer dazu. Die Kritiker unter euch, ich muss es nicht mal kochen. Schon durch das Erwärmen wird es eine dickliche Masse. Und jetzt gebe ich noch einen Löffel Kokosnussöl dazu. Dadurch bleibt die Masse schön geschmeidig, wenn sie in den Kühlschrank kommt. Ich fülle meine Paste jetzt in ein steriles Glas ab und stelle sie dann erst einmal in den Kühlschrank. Die Paste ist schön geschmeidig und sie lässt sich dann gut in Flüssigkeiten verarbeiten. Und 2 Wochen kann man sie im Kühlschrank gut aufbewahren. Ihr habt ja sicherlich schon was von der goldenen Milch gehört. Aber aus diesem Grund mache ich dieses Video nicht,
Denn die goldene Milch, die ist gefühlte 1000 Mal im Netz vorhanden. Und man kann sie überall und immer wieder abrufen. Und jeder hat ein anderes Rezept. Also wie gesagt, ich erwähne sie hier nur, weil sie wirklich gut ist und weil das im Zusammenhang mit dem Kurkuma steht. Und habe mir dann eine Mandelmilch gekauft, keine Kuhmilch. Ihr könnt natürlich auch Kuhmilch nehmen, aber auch sämtliche pflanzliche Milch. Ich habe eine Mandelmilch, weil Mandeln ist ein guter Geschmack. Und davon mache ich jetzt mal eine ganz leckere goldene Milch. Einsetzbar ist sie dann wirklich mal zur kälteren Jahreszeit, zur Stärkung des Immunsystems. Und dann schmeckt sie obendrein noch oberlecker. Um so ein Glas zu füllen, brauche ich jetzt mal 250 Milliliter Milch. Die gebe ich jetzt in einen Topf. Dazu kommt ein knapper Teelöffel Zimt. Auch von diesem Bio-Ingwer gebe ich ein ungefähr haselnussgroßes Stück mit dazu, in ganz, ganz kleine Würfelchen geschnitten. Auf der Waage sind es 1 bis 2 Gramm Ingwer. Ich gebe auch noch mal 5 Gramm Kokosnussöl mit dazu, das gibt einen guten Geschmack. Wer ausschließlich nur die goldene Milch macht, der kann gleich hier bei der Herstellung der Paste den Pfeffer, den Zimt, eventuell auch Anis und Kardamom und das ganze Kokosöl mit dazugeben. Dann hat man nämlich gleich die fertige Paste für seine goldene Milch im Kühlschrank stehen. Zum Süßen gibt es einen guten Imkerhonig. Die Menge, das bleibt jedem selbst überlassen, wie er gerne mag. Jetzt wird alles gut verrührt. Und dann gebe ich von meiner frisch hergestellten Kurkuma-Paste einen Esslöffel dazu. Also einen gestrichenen, nicht so viel, es ist ja nur ein Glas. Nun wird die Masse bei mittlerer Hitze leicht erwärmt, sodass sich alle Inhaltsstoffe gut vermischen können. An die Skeptiker unter euch. Ja, es gehen ein paar Inhaltsstoffe und Vitamine verloren durch das Erwärmen. Aber nicht allzu viel, denn es wird ja nicht gekocht. Und das, was verloren geht, steht in keinem Verhältnis zu diesem gesunden Trink. Wer eine Espuma-Flasche hat, kann es jetzt zum Aufschäumen in diese geben. Das bringt dann nochmal einen extra Kick. Es schmeckt gut, wenn es so ein schöner Milchschaum ist. Ich fülle es jetzt mal in meinen Milchaufschäumer. Es hat nicht den Effekt wie in einer Espuma-Flasche, aber ja, ein klein wenig tut's auch. Den Rest fülle ich schon mal ins Glas. Und jetzt gießen wir den Rest noch hinzu. Ein bisschen Schaum hat es doch gegeben. Man kann das auch in eine Tasse füllen. Ich wollte euch nur zeigen, was die goldene Milch auch wirklich für eine schöne goldene Farbe hat. Und jetzt probiere ich mal. Lecker. Wer Zimt und Honig und Milch mag, dem schmeckt das, selbst wenn da Ingwer drin ist. Das schmeckt so gut und es ist so gesund für unser Immunsystem im Herbst und im Winter. Und nun gibt's noch ein weiteres Rezept, was ich euch gerne zeigen möchte. Für das nächste Rezept brauchen wir erstmal den Saft einer Bio-Zitrone. 400 Milliliter Wasser, kaltes Leitungswasser, eine Prise Zimt, einen Esslöffel von unserer Kurkuma-Paste und dann messe ich mir noch ein bisschen Apfelessig ab. Das könnt ihr ein bisschen variieren. Wenn es euch zu sauer ist, nehmt ihr ein wenig weniger, denn das ist dann schon eine saure Angelegenheit. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, für was soll das gut sein? Für den Stoffwechsel. Um vielleicht mal ein bisschen abzunehmen. Also so gut wie die goldene Milch ist es nicht. Es ist schon
eine kleine Überwindung, das saure Zeug zu trinken, aber wenn es hilft. Mal so eine kleine Kur, ein, zwei Wochen, früh auf nüchternen Magen. Es regt den Stoffwechsel an, ist gut fürs Immunsystem und auch für die Verdauung. Ja, und das wäre das dritte Rezept gewesen. Jetzt kommt noch eins und das machen wir wieder ein bisschen süßer. Wenn ihr natürlich bei einer akuten Erkältung mal einen Ingwertee braucht, dafür mache ich nicht ein extra Rezept. Das wisst ihr auch. Ihr gebt ganz einfach Ingwerwurzel feingeschnitten, Kurkuma-Wurzel feingeschnitten, etwas Pfeffer, etwas Zimt und etwas Imkerhonig in ein Glas, überbrüht es mit heißem Wasser, lasst es 10 Minuten stehen und seid es durch. Und das ist ein ganz guter Tee für eine Erkältung. Da geht es ein bisschen schneller, dass man die Erkältung wieder los wird. So, und wie versprochen, gibt es jetzt noch was Süßes. Was Leckeres, Süßes. Ich brauche dazu wieder Honig, ein Mandelmehl, Kokosraspel, Kokosnussöl, Kurkuma-Pulver, etwas Zimt und etwas loser Hanfsamen. Und jetzt geht's mal los. Als erstes siebe ich ein Bio-Mandelmehl in eine Schüssel. Auf das Mehl kommt Kokosraspel. 1:1 mit dem Mehl. Dann Kokosnussöl und einen Imkerhonig. Und hier kommt wieder das Kurkuma-Pulver zum Einsatz, nicht die Paste. Und ihr wisst, Kurkumin braucht Piperin. Also noch etwas Pfeffer. Das reicht schon. Und jetzt brauche ich Handschuhe. Denn ich muss mit den Händen diese Masse vermischen. Wenn alles gut vermischt ist, können aus dieser geschmeidigen Masse walnussgroße Kugeln geformt werden. Alle Kugeln formen und dann durch den Hanfsamen rollen. So, 10 Kugeln habe ich rausbekommen aus der angegebenen Masse und jetzt werden sie noch schön in den Hanfsamen gerollt. So, alle 10 sind jetzt mal schön durch den legalen Hanfsamen gewandert, den ihr im Drogeriemarkt zu kaufen bekommt. Ja, verkosten müssen wir sie auch. Das ist eine leckere Sache mal so für zwischendurch. Da könnt ihr auch eure Kinder begeistern. Gesund ist es ja allemal. Süß. Durch das Mandelmehl und durch den Honig. Zucker ist keiner drin, aber jetzt kommen sie erst noch mal in den Kühlschrank, dass sie richtig schön fest werden. Wenn ich euch mit den Gerichten, die ich euch heute vorgestellt habe, auch irgendwo begeistern konnte, für 1, 2 oder für alle, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nachkocht oder ausprobiert. In diesem Sinne sage ich mal eine gute Zeit. Und bleibt mal schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.